Und dann habe ich eigentlich alles gesagt, bis auf unsere Personen. Also mein Name ist Roger Sutter von Eternity. Und wir haben vor ein paar Jahren einen Chef-Solarrechner mit Engitec zusammen auf den Markt gebracht. Und das war auch ein bisschen der Grund, wieso wir gefunden haben, wir machen doch zusammen ein Webinar zu dem Thema. Und Engitec hat es gefunden, eine coole Idee, machen wir doch gern. Und der Silvan wird uns jetzt da durchführen mit seinem Fachwissen. Er ist von Engitec. Und ja, Silvan, ich übergebe dir das Wort. Ich Sehr freue mich gern. drauf. Merci vielmals für deine Einleitung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum heutigen Webinar. Ich denke, das Thema CEF ist sicher jetzt von jedem, der zulässt, ein Begriff und hat sicher schon mal gehört, aber es sind nicht alle auf dem gleichen Stand. Ich hoffe darum, dass aus dem Webinar jeder ein bisschen etwas mitnehmen kann, was er in seiner täglichen Arbeit ein bisschen weit hilft. Ganz kurz zum Ablauf. Zuerst möchte ich darauf eingehen, was so ein bisschen, grundsätzlich der CEF bedeutet, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind und dann eigentlich zum Praxisteil kommen, wo auch zwei Beispiele von Engitec zur Sprache kommen. Genau, und dann als letzter Teil eigentlich, welche Hilfsmittel dass es geht oder eigentlich auch anders gesagt, wie Engitec oder Eternity den Solarteur beim Thema CEF kann unterstützen. Fragen haben wir schon erwähnt, aber gerne Chat und dann die wird zum Schluss dann zur Sprache kommen. Grundsätzlich, ganz am Anfang, was ist ein CEF? Eigentlich die Spielregeln sind so, ohne CEF hat jeder Endverbraucher einen Zähler vom lokalen Versorger, wie man es kennt. Und im CEF ist eigentlich die Änderung, es gibt einen Bilanzzähler vom lokalen Versorger, der gesamthaft misst, was wird über den CEF ein- und ausgespissen bei Unter- oder Überproduktion. Und alle Wohnungszähler sind eigentlich Privatzähler und in der Verantwortung vom Eigentümer. Und in den meisten Fällen sind das eigentlich Smart Meter, die auch Echtzeitdaten oder hochauflösendere Daten können liefern. Vom Gesetzes her muss es nicht so sein, aber es macht in jedem Fall Sinn, eigentlich das so umzusetzen. Dann eigentlich die grundsätzlichen Spielregeln von einem CEF sind eigentlich die drei folgenden. Aber wie schon gesagt, es gibt eigentlich nur einen Zähler von Seite vom Verteilnetzbetreiber. Der zweite Punkt ist eigentlich die 10% an Produktionsleistung von der Solaranlage, die müssen abgedeckt werden im Verhältnis zu der Anschlussleistung. Da geht es um das, dass man nicht ein Panel an einen Balkon hängt und kann einen CEF umsetzen. Und der dritte Punkt ist eigentlich nachher der Austritt von Mietparteien sind eigentlich nur in zwei Fällen möglich. Das ist das eine, wenn ein Mieter Marktbedingungen erreicht, also über 100 Megawattstunden pro Jahr verbraucht und in den freien Markt kann wechseln heute. Und der andere ist, wenn es zu gesetzlichen Unregelmäßigkeiten beim Solartarif kommt oder Versorgungsschwierigkeiten auftauchen. Eigentlich mehr Infos sind unten dran noch ersichtlich, die kann man per Link erreichen in der Präsentation, die wir da verschicken. Eine grosse Änderung, die natürlich entsteht im CEF, ist, dass der Eigentümer wird sozusagen der Stromlieferant im eigenen Gebäude. Und dort hat man eigentlich die Möglichkeit, mit der Abrechnungsplattform eine neue Transparenz zu schaffen gegenüber dem Mieter. Der Mieter kann beispielsweise seine Rechnung direkt vergleichen mit dem Zugang, den er hat, über eine App und hat eigentlich so eine Vergleichsmöglichkeit, die er heute eigentlich nicht hat in dem gleichen Sinn. Und das andere ist eigentlich eine Visualisierung, wo er zum Beispiel sieht, wie die aktuelle Versorgungslage ist von der Gesamtüberbauung oder von seinem Wohnpark, wo er auch dementsprechend eigentlich sieht, wie viel Solarstrom wird aktuell produziert und wie viel kommt aus dem Netz. Gerade wenn eigentlich drei Tarife zur Anwendung kommen, ein Solartarif, ein Hoch- und ein Niedertarif und der Solartarif ein bisschen günstiger ist, kann das dazu beitragen, Entscheidungen zu treffen, wenn man einen Prozess startet, wie waschen und so weiter. Wo man kann schauen kann, wie ist die aktuelle Versorgungslage und dementsprechend eigentlich einen Prozess startet.
Ein weiterer Punkt ist, dass man Monitoring-Anforderungen vom beispielsweise Minergie-Zertifikat erfüllen kann durch das. Genau. Neben den Grundvoraussetzungen, wie schon erwähnt, hat es eigentlich im 2019 ein paar entscheidende Änderungen gegeben, die noch erwähnenswert sind. Das eine ist, dass man den Zusammenschluss eigentlich seitdem auch über eine Strasse oder über eine Eisenbahntrasse oder ein Gewässer bilden darf. Das erhöht eigentlich Möglichkeiten natürlich, wo sich aber auch zeigt, dass in der Umsetzung nicht immer ganz leicht ist, weil eigentlich jeder Eigentümer beispielsweise vom öffentlichen Grund muss sich mit dem ZEV einverstanden erklären. Dann ein weiterer wichtiger Punkt aus Sicht vom Investor ist eigentlich, dass die Kosten für die interne Messung und Datenbereitstellung dürfen an Mieter überwälzt werden, pauschal oder verbrauchsabhängig. Und dann hat es eigentlich noch eine genauer definierte Preisgrenze gegeben vom Solarstrom, den wir intern verkaufen dürfen, wo sich zum einen an den Investitionskosten der PV-Anlage daran orientiert und zum anderen am Preis vor Ort in der Grundversorgung. Das heisst, wenn man kein Stromprodukt wählt, bekommt man eines vom Versorger und das ist dann eigentlich Deckelung für den Stromtarif oder für den Solartarif. Dann eigentlich zum interessanteren Teil oder zum interessanten Teil, wie ein ZEV in der Praxis umgesetzt wird. Gerade bei uns gibt es eigentlich rechte Unterschiede, vor allem von der Größe und vom Umfang von einem Projekt. Es geht eigentlich vom kleinen Mehrfamilienhaus, wie man hier eins sieht, in Courfeyre, wo ein Minergie-Zertifikat erreicht und eine Indach-Solaranlage umgesetzt hat. Und eigentlich die Abrechnung in dem Fall eigentlich selber übernommen worden ist vom Eigentümer aufgrund von der Größe vom Objekt. Nicht nur Strom, eigentlich auch Wärme und Wasser wird gerade mit implementiert und über die gleiche Plattform abgerechnet, wo es dann eigentlich nachher zu grösseren Objekten geht oder zu Areal, wo man auch Microgrid nennt, wo entweder separat erschlossen sind oder möglicherweise sogar direkt an die Mittelspannung über eine Trafostation. Dort hat man natürlich andere Möglichkeiten nachher. Strombeschaffung am Markt ist möglich. Man erreicht tendenziell einen höheren Eigenverbrauchsanteil durch einen konstanten Stromverbrauch am Tag oder während der Solarproduktion, beispielsweise durch Allgemeinstrom oder durch HLKS-Anwendungen, wo wir auch die Erfahrung haben, dass das wirklich etwas ausmacht. Dann eine weitere Möglichkeit ist natürlich gegeben durch Einbezug von E-Ladestationen zur Eigenverbrauchsoptimierung oder auch von Heizsystemen, wie in dem Fall Wärmepumpen. Das konkrete Beispiel aus unserem Objekt ist eigentlich hier dargestellt, das Objekt Grossmatt in Litau, Luzern. Das ist seit 2 Jahren in Betrieb eigentlich. Dort ist eine Anlage mit 118 Kilowatt Peak installiert. Das sind 164 Wohnungen und wir erreichen einen Eigenverbrauchsanteil von ca. 80%, der sehr hoch ist eigentlich. Und interessant vielleicht dazu ist auch noch zu sagen, dass ein grosser Teil wirklich der Allgemeinstrom und HLKS-Strom ausmacht. Man ist dort ca. bei 40-50%, die eigentlich allein durch das gedeckt werden. Zusätzlich ist der Strombezug ist 100% Solarstrom. Eigentlich auch das, was aus dem Netz kommt, ist mit Solarstrom-Zertifikat zertifiziert. Also somit eigentlich das ganze Gebäude mit Solarstrom versorgt. Dann eigentlich kommen wir zu den Etappen, die durchlaufen werden bei der Umsetzung eines ZEV. Erstens und sicher entscheidend ist Planung und Beratung, ob es überhaupt zu einem ZEV kommt. Dann eigentlich als zweiter und dritter Punkt, wo häufig gleichzeitig verläuft, ist die administrative Umsetzung und die elektrotechnischen Massnahmen, also im Betriebnahme vor Ort. Und dann eigentlich der vierte Teil, Abrechnung und Optimierung, wo man dann sich im Betrieb von einem ZEV befindet. Als erstes gibt es eine Möglichkeit, eigentlich eine
vereinfacht eine Beratung anzubieten über einen digitalen Berater, der hier dargestellt ist, wo nachher eigentlich im Interessent schon mal ein erstes gutes Bild zeigt von den Investitionskosten, die auf ihn dazukommen könnten und was Ertrag rausschaut. Dort auch die Möglichkeit mit einer Abschätzung, Erstabschätzung zu der Dimensionierung von der PV-Anlage. Vor allem wahrscheinlich eher bei kleineren Objekten ist das interessant, wo so eine Erstabschätzung mal gemacht werden kann. Bei Objekten so im Schnitt vielleicht ab 20 Wohneinheiten muss man das wahrscheinlich ein bisschen konkreter anschauen, wie Verhältnisse sind. Und dann macht es sicher Sinn, eigentlich eine Analyse zu machen, die spezifisch auf den Standort ausgerichtet ist. Da hat man auch die Möglichkeit, das natürlich im Labeling von einer beispielsweise Solartür zu machen. Dann eigentlich der Punkt administrative Umsetzung, Vertrag ist sicher auch eine Etappe, die durchlaufen wird. Gerade zum Beispiel in der Stockwerkeigentümerschaft, wo der ZEV im Reglement aufgenommen wird, in den meisten Fällen oder in den Fällen, die wir jetzt haben können lernen. Genau dort ist es eigentlich auch so, dass NGTEC Unterstützung anbieten mit diversen Vertragsvorschlägen. Gerade vielleicht noch als Punkt im Bereich Stockwerkeigentümerschaft merken wir jetzt auch persönlich, dass dort das Interesse stets grösser wird, um ein ZEV umzusetzen und auch eigentlich der Wert von so einem Modell gesehen wird zur Wertsteigerung von der eigenen Immobilie. Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist in der Umsetzung, macht das Sinn von der Ideologie her. Dann als dritter Punkt ist eigentlich die Elektrotechnik zu erwähnen, also die Inbetriebnahme, wo in dem Zug eigentlich auch Sinn macht, dass man sich überlegt, Wärme und Wasser gleich auch fernauszulesen im gleichen Zug, wenn man ein ZEV umsetzt und die gleiche Plattform nutzt für Datenverarbeitung. Dann eigentlich als Beispiel, wie eine Umsetzung kann stattfinden kann. In der linken Darstellung sieht man eigentlich, wie es in einem Bestandesbau kann umgesetzt werden, wo man zuerst noch eigentlich die standardmäßigen Tablos sieht mit den T-Schienenzähler, wo eigentlich nachher ein Mini-Gehäuse aufgeschraubt werden kann, wo man eigentlich dann ein Smart-Meter drauf montiert. Und dann eigentlich im Neubau auf der rechten Seite, wo man direkt nachher die Innenschienenzähler montieren kann, was auch zu einer Platzsparung beiträgt. Dann im Punkt kommt man zum Punkt Betrieb. Dort ist sicher die Abrechnung ein entscheidender Punkt, wo zu erwähnen ist, dass man eigentlich das kann kombiniert machen in der FEWA-Abrechnung, falls man das möchte, Solarstrom oder die Stromabrechnung und die Wärme-Wasser-Abrechnung. Dazu ist auch zu sagen, dass vermehrt gefordert ist in den Kantonen. Das ist sicher bekannt, dass man eine verbrauchsabhängige Wärme- und Wasserkostenabrechnung macht, ab einer gewissen Anzahl von Wohneinheiten. Dann, was auch sicher zu erwähnen ist, dass wenn man Echtzeitdaten zur Verfügung hat, beispielsweise im Strom, lässt das Möglichkeit offen, um die analysieren und Optimierungen umzusetzen. Beispielsweise, wenn man nach einem Jahr den Eigenverbrauchsgrad, den man sich zum Ziel gesetzt hat, nicht erreicht, gibt es Möglichkeiten für Optimierungen. Eine Optimierung ist beispielsweise die Ladung von Elektroautos dynamisch zu optimieren. Ist vielleicht jetzt zum heutigen Punkt noch nicht unmittelbar benötigt an vielen Standorten, aber ist sicher vorzusehen für die Zukunft und bietet sicher Potenzial, zum genau in einem ZEV den Eigenverbrauch zu erhöhen und das eigentlich zu automatisieren, dass die Anschlussleistung oder die zur Verfügung stehende Leistung für die Elektroautos an der Solarproduktion nachgeht. Dann zu den Hilfsmitteln oder eben wie schon formuliert, eigentlich wie NGTEC oder beispielsweise ein Solarrechner von Eternity eine Solartür kann unterstützen.
Dort ist es eigentlich so, eben, dass gerade in der Beratung eine Analyse oder ein Eternity-Rechner zum Zug kann kommen und man eigentlich im Trio dann ein sehr gutes Angebot kann anbieten für einen Kunden. Und ja, dort ist es sicher auch wichtig zu erwähnen, dass wir nicht Spezialisten sind für PV-Anlagen, sondern das ist der Solarteur und wir sind dort auch auf Beratung und Partnerschaft angewiesen. Und wir können sicher dort Unterstützung oder Erfahrung bieten von unseren Objekten, die wir haben dürfen umsetzen in unterschiedlicher Grösse, wo bis zum heutigen Tag ca. 150 Projekte sind. Zusammengefasst kann eigentlich ein partnerschaftlicher Ansatz die folgenden Vorteile bieten. Es steht eine attraktive und skalierbare und moderne PV-Lösung zur Verfügung. Mit modern ist vielleicht gemeint, dass beinhaltet wie ein Paket, wo ein CEF als mögliche Lösung mit einbezogen wird, schon von Anfang an. Und es geht eigentlich nicht nur um die Anlage selber. Dann im Installationsteil ist sicher ein geringerer Konfigurationsaufwand zu erwarten, dank Standards, die geschafft werden können. Und schlussendlich sollen Kunden profitieren von einem optimierten Eigenverbrauch mit Abrechnungsmöglichkeit und wie erwähnt auch Optimierungsmöglichkeiten. Und der Solarteur hat die Möglichkeit, eigentlich auch Serviceaufträge anzubieten. Die Slide hat eigentlich noch ein bisschen Zeit, trägt noch als Hilfestellung zum Nachlesen die relevanten Informationen zusammen. Zum einen die Gesetzesartikel, Energiegesetz und dann das Branchendokument, der Leitfaden zum Eigenverbrauch plus noch zwei aktuellere oder drei aktuellere Artikel zum VNB-Praxismodell. Abschließend gilt aus meiner Sicht festzuhalten, dass mit dem Modell CEF eine Möglichkeit geschaffen worden ist, zum Solarstromproduktion in der Schweiz zu steigern. Aber in jedem Fall sollten eigentlich die Chancen und Herausforderungen für Besitzer und Mieter angeschaut werden und auch eine Renditeabklärung vor Umsetzung ist auf jeden Fall sinnvoll. Genau. Dann möchte ich noch kurz auf unseren Newsletter hinweisen, wo eigentlich unsere Aktualitäten jeweils verbreitet und weiterleitet. Da dürften Sie sich gerne anmelden. Und wie schon erwähnt, wird die Präsentation von gerade sicher auch per E-Mail verschickt. Somit wäre ich eigentlich am Ende vom Präsentationsteil und bin offen und gespannt für Fragen dazu. Danke vielmals, Silvan, für die spannenden Ausführungen. Wir haben bereits eine Frage. Ich weiß nicht, ob du die selber im Chat kannst lesen, vom Lukas Fleischli. Leider nicht, aber du kannst mir die sicher schnell durchgeben. Was ist eure Empfehlung für den Solartarif? Über oder unter dem Niedertarif? Finanzieller Anreiz, Solarstrom zu beziehen versus Stromeinnahmen des Betreibers? Ja, also meine Sicht ist ganz klar eigentlich über dem Niedertarif, weil von mir aus gesehen ist es gerechtfertigt, den Solarstrom so zu verkaufen, dass die Investitionskosten deckt sind, aus Sicht vom Investor. Und ich finde, dort noch unter den Niedertarif zu gehen, um den Anreiz zu setzen, denn das gegenüber Nachtstrom besser zu stellen, finde ich eigentlich nicht sinnvoll. Das ist so. Oder das ist auch noch eine persönliche Note drin, aber ja. Das ist doch gut, eine standhafte Meinung zu haben. Lukas Fleischli hat da deine Frage beantwortet. Aber vielleicht kann ich noch ergänzen, also wir überlegen das schlussendlich natürlich in der Bauherrschaft. Also wenn
dort eine Vereinbarung gekommen ist, beispielsweise mit der Mieterschaft, dass man den Solartarif unter einem Niedertarif anbietet, dann ist das natürlich sehr schön. Und man trotzdem auf eine Amortisationszeit durchkommt, die für den Bauherr zufriedenstellend ist, dann ja. Ja, ich glaube, der Lukas Fleischl ist zufrieden mit dieser Antwort. Sehr gut. Gibt es weitere Fragen, die sich da im Verlauf von der Zeit von der Präsentation gestellt haben? Der Lukas Fleischli nochmal, ich lese nochmal vor, Silvan. Bei welchen typischen Objekten siehst du die Möglichkeit, Strom, Wärme und Warmwasser direkt über die Engitec, Smart Meter Plattform verbrauchsabhängig abzurechnen ohne VEWA-Richtlinien? Uni. Also ja, wie zum Beispiel in grossen Objekten, wo das sonst gefordert ist, Zertifikat beispielsweise oder 2000 Watt. Und jetzt vielleicht als Beispiel, wo eine bestehende Schnittstelle rum ist, zu einer Verwaltungssoftware-Lösung, wo man so eigentlich Daten kann automatisiert übertragen, beispielsweise im Wärme-Wasser-Bereich. Jetzt weiss ich nicht, ob das so Frage beantwortet. Er schreibt gerade nochmal. Ich glaube, wenn du Screensharing, ja genau, aufhörst. Ja, jetzt sehe ich es, genau. Genau. Also wir sehen jetzt immer noch deinen Bildschirm. Vielleicht kannst du dort noch aufheben. Ja. Ah, du hast aufgeschoben in den zweiten Screen, glaube ich, oder? Sharing. Genau. Jetzt. Genau, und jetzt hat er aber noch nachgefragt, der Lukas Fleischli. Kannst du es gerade selber lesen? Ah, ja. Ja, genau. Also, das macht natürlich Sinn. Es geht mehr um größere Objekte, eigentlich, wo das zur Frage kommt. Genau. Und vielleicht auch noch im gleichen Zusammenhang, was vielleicht auch noch ein Anwendungsfall ist, dass jetzt beispielsweise die Verwaltungen grössere, gibt es eigentlich auch immer mehr, dass ein Mieter-App zur Anwendung kommt. Und dann werden die Verbrauchsdaten zum einen zur Verfügung gestellt für die Abrechnung und zum anderen beispielsweise für die Visualisierung vom Energieverbrauch für eine Mieter-App, für eine Service-App, wo mehrere Dienstleistungen bündelt, wo einfach ein Teil dann nachher die Energievisualisierung ist. Aber ja, bei kleinen Objekten ist das so, dass die meisten Plattformen bieten das an, dass man das eigentlich direkt selber kann auch umsetzen. Genau. Sehr gut. Lukas Fleisch ist in zufrieden zu sein. Und jetzt hat es da noch zwei Personen, die neue Fragen stellen. Der Daniel, du kannst es, glaube ich, gerade selber lesen. Genau, das ist ein Streitpunkt, wo die VNB oder die Stellungnahme eigentlich vom Telkom behandelt, wo eigentlich nachher voraussetzt, dass man die klare physische Trennung von Hochtarif, Niedertarif, Solartarif muss rechtfertigen innerhalb von einem EVG-Modell oder von einem VNB-Modell. Also das heisst, die ganz virtuelle Lösung, wie es aktuell teilweise von gewissen Modellen, wo man es kennt, wird eigentlich in dieser Stellungnahme kritisiert, sozusagen, ja. Oder hinterfragt. Also die Antwort, es ist zulässig, aber ein Streitpunkt, kann man das sagen? Genau, ja. Also grundsätzlich ist es zulässig so. Okay. Der Daniel schreibt,
Okay, Genau, sehr ja. gut. Der Daniel ist auch zufrieden. Dann hat, glaube ich, noch der Claudio Dalabatta. Ja, ist gerade runtergegangen mit der Frage, was kostet die Engie-Tech-Dienstleistung für ein Objekt mit 12 Wohnungen? Genau, dort kann man eigentlich rechnen. Also, wenn man eine Dienstleistung bezieht, Datenbereitstellung, auch Zählerüberwachung, wenn wir in der Verantwortung sind, für Messdaten zu liefern, plus Abrechnung am Mieter, sind das eigentlich 55 Franken pro Messpunkt oder pro Wohnung. Das ist, glaube ich, eine sehr präzise Antwort gewesen. Sehr gut. Danke für die Frage. Gibt es noch eine letzte Frage? Wir haben noch 2 Minuten. Wer möchte noch vom Know-how von Silvan profitieren? Nachher kostet es dann wieder? Nein. Niemand aktuell. Sind in dem Fall alle zufrieden? Keine Frage mehr und sonst eben, ich meine, Silvan, Kontaktdaten, Unterlagen kommen darüber. Ihr könnt jederzeit noch etwas persönlich abklären. Das ist natürlich auch möglich, anstatt euch im Chat öffentlich quasi. Genau, auf jeden Fall. Und wir sind auch immer offen für Eternity, eben, es gehört Planungstool von uns. Wir sind auch immer offen für Inputs. Wenn ihr Ideen habt, was ihr bräuchtet, könnt ihr auch auf uns zukommen. Wir haben auch in Planung ein Planungstool im Expert, unserem bekannten Solarexpert, einzubauen für CEF ab nächstes Jahr. Ihr werdet aber dann auf anderen Kanälen noch davon hören. Und wenn es keine Fragen mehr hat jetzt, dann würde ich sagen, danke vielmals Silvan dir für die kompetente Präsentation. Und ja. Ich hoffe, bis bald einmal. Man sieht sich in der Branche und ja, einen schönen Feierabend miteinander. Danke vielmals fürs Zuhören und schönen Abend allen. Ade miteinander.